demonstrieren, obwohl der mächtigste Mann im Staat, Ayatollah Khamenei, sie davor gewarnt hat. Die Berichterstattung aus dem Iran wird behindert, doch eines scheint klar, solche Proteste hat es seit der Revolution vor 30 Jahren nicht mehr gegeben. In Ayatollah Khameneis Händen liegt nun das Schicksal des Landes. Er ist der oberste religiöse und politische Führer des Iran. Der größte, dem Gesetz nach, der größte Machthaber des Landes. Und er hat weitreichende Befugnisse. Er kann das Parlament auflösen. Er kann, er ist Oberbefehlshaber der Armee. Er ist Oberbefehlshaber der Revolutionswächter. Er bestimmt den Justizchef. Er hat also sehr viele Machtmöglichkeiten und die setzt er auch tatsächlich zu seinen Gunsten und zugunsten seiner Anhänger ein. Übernommen hat er diese Machtfülle vom Gründer der Islamischen Republik, Ayatollah Khomeini. Als der Revolutionsführer 1989 stirbt, wird Khamenei sein Nachfolger. Ernannt auf Lebenszeit mit einer eindeutigen Aufgabe. Wichtig, um ihn zu verstehen, ist, er sieht sich selbst als Hüter der Revolution, als Bewahrer des islamischen Systems. Er war ja Schüler von Khomeini, war Revolutionär und für ihn ist das Entscheidende, die Stabilität des Systems zu bewahren. Er gilt als konservativer islamischer Hardliner. Er stoppt fast alle Reformgesetze des Parlaments mit seinem Veto. Lässt bei Wahlen ihm unliebsame Kandidaten, die zu viel verändern wollen, vor der Wahl von den Listen streichen. 2005 der vielleicht entscheidende Schlag gegen die Reformer. Sein Wunschkandidat Mahmoud Ahmadinejad wird Präsident. Er gilt wie Khamenei als erzkonservativ, lehnt Reformen im Gottesstaat kategorisch ab. Damals machten Gerüchte die Runde, dass bei der Wahl Ahmadinejads nachgeholfen wurde. Khamenei soll das zugelassen haben. Seit Ahmadinejad im Amt ist, polarisiert er. Er spaltet das Volk, verärgert viele religiöse Autoritäten im Land. All das fällt auf seinen Mentor Khamenei zurück. Von den religiösen Autoritäten der gelehrten Hochburg Qom wurde Khamenei von Beginn an kritisch beäugt. Unter anderem mit Sondergerichten für Geistliche hat er sie unter Kontrolle gehalten. Bis jetzt. Die Macht Khameneis ist im Abbrücken. Er hat zu viel auf die militärischen und paramilitärischen Kräfte gesetzt und zu wenig sich sowohl um das Volk, um die Unterstützung des Volkes, wie auch um die Unterstützung der Geistlichkeit gekümmert. Insofern steht Khamenei ziemlich alleine da. Er hat zwar jetzt die Regierung Ahmadinejad hinter sich, das ist eine enge Zusammenarbeit, er hat ja immer wieder Ahmadinejad unterstützt. Die Anhänger Mousavis werfen Khamenei nun vor, er habe wieder Wahlfälschung zugelassen. So habe er seinen Kandidaten Ahmadinejad retten können. Immer wieder ist zu hören, die Proteste gelten eigentlich ihm. Ich hoffe nicht, dass er jetzt mit aller Härte durchgreift und damit einen großen Fehler macht. Aber er steht vor der Alternative, entweder diesen Fehler zuzugeben, was ebenfalls kaum vorstellbar wäre, denn dann würde er seine Autorität verlieren, oder er findet einen Ausweg. Khamenei spielt mit der angekündigten Prüfung der Wahl auf Zeit, hofft, dass sich die Lage wieder beruhigt. Er steckt in der Zwickmühle. Brutale Härte oder dem Druck der Straße nachgeben. Egal für was er sich entscheidet, auf dem Spiel steht auch seine Macht.